Hallo und herzlich willkommen hier in Köln in der Heimkinoboutique. Ein Beamer mit 4K-Technik, LED, mobil, leise, Smart-Funktionalität, Autofokus, das Ganze auch noch für unter 200 Euro. Ich war für euch mal im Internet unterwegs, habe mir mal zwei von den Kisten hier hinbestellt. Wir gucken uns die in dem heutigen Video mal an, vergleichen die mit anderen Geräten. Nach dem Intro geht es direkt weiter mit dem Unboxing. Rein da! Für euch bestellt habe ich den Mac Cubic. Der wird angepriesen als tragbarer Projektor, 4K, Beamer, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 mit eingebaute Android OS 11.0, Projektor YouTube vorinstallieren, Allround Design, 130 Zoll, 360 Grad Flip, Smart Beamer. Gut, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt in der Amazon-Beschreibung, sieht man dann, dass die tatsächliche Bildschirmauflösung 1280x720 ist, also HD, nicht Full HD. Er aber angeblich eine maximale Displayauflösung von 3840x2160 Pixeln hat, was im Prinzip dem Ultra HD Format ja entsprechen würde. Anzeigetyp wäre ein LCD Beamer. Weitere Features, ja, weiß mit einer Tischplattenhalterung. Der zweite Beamer im Test ist ein Ultimer. Der wird beworben mit Beamer 4K Heimkino, unterstützt 700 Ansilumen mit Hindernisvermeidung, 6D Trapezkorrektur und Autofokus, intuitives OS, native 1080p, Wi-Fi, Bluetooth, Projektor Outdoor, Apollo P40 Smart Serie. So, wenn man dann auch hier mal wieder weiter runter scrollt, wobei die Angaben sind ja schon relativ korrekt. Im Gegensatz zu eben haben wir hier wenigstens eine Ansilumenzahl mit 700. Finde ich dann hier noch nativ 1080p, 4K wird unterstützt. Hier noch ein paar Informationen zum Wi-Fi-Band, was er da, welches Frequenzband er abdeckt. Plus minus 50 Grad digitale Keystone-Korrektur, wobei da bleibt natürlich dann nicht mehr viel von den echten Pixeln übrig. Auch ein LCD-Projektor, Formfaktor Desktop, Befestigungsart, wird hier noch Stativ und Deckenhalterung angegeben. Ja, dann sind wir mal gespannt, was sich im Live-Test ergeben wird. Jetzt aber rein in den Live-Check, dafür nehme ich euch mal mit bei uns ins Kino hier in Köln. Da haben wir nämlich eine schön große Leinwand, 6 Meter ist die breit. Da können wir wunderbar zwei Bilder miteinander vergleichen. Ich habe die beiden Testkandidaten hier auch schon mal aufgebaut. Fangen wir mit dem Ultimer Projektor mal an. Wie ihr seht, hat der Projektor einen symmetrischen Lichtaustritt beim Objektiv. Das heißt, wenn ihr den Beamer so wie hier einfach auf den Tisch stellt, habt ihr immer das Problem, dass der Beamer nach unten strahlt. In der Regel ist es so, dass die Beamer ein Offset haben. Das heißt, ihr stellt die Kiste auf den Tisch und die Beamer strahlen hoch, beziehungsweise die unterste Linie ist parallel zum Tisch. An der Decke natürlich dann parallel zur Decke. Dadurch habt ihr immer wenig Verzerrung. Hier ist es so, ihr müsst also immer digital korrigieren, damit ihr keine Verzerrung habt, beziehungsweise damit das Bild nach oben kommt. Das Schöne aber bei dem Ultimer ist, das Ganze läuft automatisch. Sobald der Beamer geneigt wird, kommt dieser Autofokus, das Testmuster wird aufgeladen und der Beamer stellt sich automatisch ein. Und im Hintergrund sieht man auch, dass das ganz gut funktioniert. Also es wird elektronisch korrigiert. Wie gesagt, dadurch habt ihr immer einen Verlust, das ist keine gute Wahl. Und der Autofokus stellt das Bild dann auch noch scharf. Weiter zum Mac Cubic. Auch hier ist es so, dass der Projektor symmetrisch abstrahlt. Das heißt, auch hier müssen wir erstmal korrigieren. Der Projektor hat da so verschiedene Rastereinstellungen, die sind nicht besonders feinfühlig, fühlt sich nicht ganz so nice an, aber gut, funktioniert. Im Gegensatz zu eben müssen wir hier das Ganze manuell korrigieren. Das heißt, wir gehen ins Menü. Und können hier dann über die Eckenkorrektur, das heißt jeden einzelnen Punkt anpassen. Das heißt, wir schieben das Bild jetzt hier rüber und erreichen
dadurch, dass wir keine Verzerrung im Bild haben. Absolut positiv bei beiden Projektoren ist, dass sie ja ein Betriebssystem an Bord haben. Verschiedene Apps sind auch schon vorinstalliert, die kann man auch direkt nutzen. Das habe ich auch getestet, also sind bei uns im WLAN eingebunden. Und das ist eine Sache, das bieten ja schon viele teure Projektoren nicht an. Das heißt, da können sich die größeren Hersteller die teuren Projektoren durchaus mal eine Scheibe abschneiden. Zum ersten visuellen Eindruck, das kommt hier im Display, wenn ich das hier auf der Kamera betrachte, nicht ganz so rüber. Es ist doch so, dass wir hier beim Ultimea ein deutlich helleres Bild haben als bei dem Mac Cube. Also die Kamera gleicht das ziemlich an. Wenn ich mir das aber so anschaue, ist das doch rechts ziemlich düster. Von der Schärfe ist es auch so, dass man da einen deutlichen Unterschied sieht. Also der Ultimea im AB-Vergleich wirkt deutlich schärfer. Wenn wir uns den Ultimea jetzt mal von nahen anschauen, man erkennt durchaus, dass da ein ganz feines Pixelraster ist, aber man sieht auch deutlich, dass hier bei diesen einzelnen Logos, bei den Schriften, dass es da zu einer deutlichen Unschärfe kommt. Das würde ich einfach mal auf die Optik zurückführen. Da ist ja was relativ Einfaches verbaut und zudem, wie gesagt, das Ganze wird elektronisch korrigiert. Also die perfekte Schärfe erreichen wir hier nicht. Beide Projektoren versprechen ja, dass sie 4K darstellen können. Also nativ ist die Auflösung nicht vorhanden, aber es soll ein Bild kommen. Gehen wir mal eine CD rein und testen das Ganze. So, wie wir sehen, erscheint auch bei beiden Projektoren ein Bild. Das heißt, beide Projektoren sind in der Lage, das 4K UAD-Signal darzustellen. Im Hintergrund von mir seht ihr jetzt, dass die Filme laufen. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen angeschnitten, damit YouTube den Content nicht sperrt. Auch hier, wenn ich wieder aufs Display gucke, das rechte Bild von dem Mac Cube ist deutlich dunkler. Der Unterschied ist also wesentlich größer, als das jetzt hier zu erkennen ist. Wenn ich die beiden Bilder vergleiche, dann würde ich sagen, beim Ultimea ist das Ganze soweit zu erkennen. Bei dem Mac Cube allerdings, das ist ein absolutes No-Go. Das Bild ist also wirklich total dunkel, absolut verwaschen. Und eine HDR-Darstellung ist also mit dem Projektor möglich, aber nicht zum Genießen. Also das ist kein Heimkino-Erlebnis. Wir machen jetzt nochmal das Licht aus und schauen uns nochmal das Bild vom Ultimea an. Ich habe das Licht jetzt hier bei uns im Kino nochmal ausgeschaltet. Dadurch wird das natürlich alles nochmal ein bisschen kräftiger, die Farben leuchten mehr. Ich habe aber den Eindruck, dass da immer noch so ein bisschen Punch fehlt. Also ich bin absolut überrascht, was ein Projektor für 200 Euro hier leistet. Aber mein Eindruck ist, dass ich nicht ganz die Tiefe habe, die Helligkeit, dieses HDR, dieses 4K-Gefühl, was man sonst bei dem Film vermittelt bekommt. Wie gesagt, der Mac Cube, der ist raus. Das ist wirklich absolut nicht zu gebrauchen, das Bild. Wenn ich mir die dunklen Szenen drüben anschaue, da säuft wirklich alles ab. Hier bei dem Ultimea für 200 Euro echt eine gute Leistung. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass Beamer für etwas mehr ein Kapitaleinsatz dann nochmal ein wesentlich besseres Bild macht. Also machen wir mal schnell den Vergleich. Zum Vergleich habe ich für euch jetzt mal einen Optoma-Beamer angeschlossen. Das ist so ein Beamer so um die 600 Euro. Optoma hat da ja diverse Projektoren im Einsatz. Wir haben bei uns in der Vorstellung also auch nicht nur die Projektoren 2000 Euro plus, sondern auch die günstigeren Projektoren. Da finden wir also auch sicherlich was für euch. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie eben auch, der Unterschied ist jetzt auf der Kamera wieder wesentlich geringer als in echt. Wir haben jetzt hier nochmal ein wesentlich helleres Bild. Von der Schärfe her kriege ich vom Optoma Beamer nochmal ein bisschen mehr zurück. Ich habe eigentlich nochmal wesentlich mehr Tiefe als bei dem Projektor drüben. Bitte nicht falsch verstehen. Also das Bild vom Ultimea für 200 Euro ist natürlich sensationell. Das ist ein richtig gutes Bild. Und vor 4, 5 Jahren oder vor 10 Jahren wärst du damit auf der ISE durch die Decke gegangen. Aber jetzt hier im Vergleich, die 600 Euro im Vergleich dazu, das ist doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Mein Fazit zu den beiden Projektoren. Der Mac Cube, gut, für die 90 Euro bekommt man, was man bezahlt hat, relativ einfache Verarbeitung, äußerst bescheidene Bildqualität. Gut, für 90 Euro immer noch erstaunlich, was aus den Dingen hier rauskommt. Jetzt nicht unbedingt ein Heimkinoprojektor, ist eher wirklich so ein Gimmick, was man sich vielleicht irgendwo mal hinstellt. Andererseits so wenig Lichtleistung, wo kannst du das dann wieder nutzen? Denke ich, brauchst du nicht. Hier bei dem Ultima, da bin ich schon relativ überrascht. 200 Euro, ein ganz ordentliches Bild. Viele Features, allein diese Autokorrektur, Keystone und so weiter, wobei brauchst du das wirklich? Und zumal ich ja diesen symmetrischen Ausgang habe, das heißt, ich muss auch immer nutzen, verliere jedes Mal Bild.
den kann ich durchaus mal schnell irgendwo hinstellen und mir ein Bild anschauen. Würde ich mir den aber unter die Decke montieren oder mit ernsthaftem Heimkino betreiben? Nein, weil wirklich 4K-Inhalte kann ich damit nicht darstellen, weil da sind wir wieder da, wo es früher war. Das Bild ist verwaschen, es hat keine Tiefe, keine Schärfe. Da würde ich dann durchaus eher so in die 500-600-Euro-Klasse gehen, weil da kriegt man dann Projektoren, die richtig Lichtleistung haben. Damit macht es dann auch Sinn, ja, ein HDR-Signal darzustellen. Aber ich bin wirklich überrascht für die 200 €. Ein richtig gutes Gerät und was man dafür bekommt, ja, Chapeau, kann ich dazu nur sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Gunnar. Ciao.